Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute mal zu einem Programm, was ihr seither super geil, was ihr auf meinem Kanal noch nicht gesehen habt. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr in 3ds Max von Autodesk in der Version 2010 ein Glas erstellen könnt. Als allererstes öffnet ihr, wer hätte es gedacht, 3ds Max. Das habe ich hier unten schon mal getan, weil das bei mir immer ewig dauert. So, dann soll das bei euch so aussehen. Als allererstes drückt ihr dann nämlich Alt W, um alle Fenster einzublenden. Als nächstes zieht ihr euch das Vordergrundfenster mal in die Länge, weil damit werden wir jetzt erstmal hauptsächlich arbeiten. Dann geht ihr hier in der Erstellenpalette auf Konturen und auf Linie. Dann klickt ihr mal auf mittlere Maustaste und zieht euch das so zurecht, weil wir hier in diesem Bereich hier arbeiten. Dann fangt ihr jetzt hier erstmal an. Keine Ahnung, ich mache es jetzt nur mal ein bisschen grob, die Form eures Glases zu ziehen. So, ich werde jetzt hier so einen Krug oder sowas erstellen. So, sieht das alles etwas unproportional aus, ich weiß. So, wenn ihr die Linie beenden wollt, klickt jetzt nochmal einmal auf die linke Maustaste und dann auf die rechte. Damit habt ihr diese Linie geschlossen. So, dann könnt ihr jetzt, indem ihr hier auf Bearbeiten geht, hier auf die Punkte, könnt ihr jetzt hier einen Rechtsklick auf den Punkt machen. Dann geht ihr auf Bezier, beziehungsweise besser gesagt auf Bezier-Ecke. Dadurch könnt ihr jeden dieser Regler, die man jetzt gerade schlecht erkennen kann, so, genau, was ich vergessen habe, noch einen Rechtsklick und dann auch verschieben. Und somit könnt ihr jeden dieser Regler jetzt auch einzeln anpassen. So, hier machen wir auch nochmal diese Ecke. Und macht jetzt hier so eine Wölbung rein. Ist jetzt alles, ich mache das jetzt alles nochmal so ganz grob. Dann hier auch diese Ecke. Ihr könnt auch Bezier machen, zeige ich euch gleich auch mal, was das bewirkt. Hier auch diese Ecke. Dass es hier eine Wölbung gibt. Jetzt könnt ihr zum Beispiel noch, wenn euch das so alles noch nicht gefällt, könnt ihr jetzt hier Rechtsklick und auf Verfeinern. Hier. Entschuldigung, ich musste gerade noch mal gucken. So. Dann mache ich jetzt hier einfach noch so zwei so Dinger hin. Klicke ich jetzt hier so drauf mit einem Rechtsklick. Dann mache ich hier jetzt mal ein Visier hin. Klicke hier mal in die Mitte. Somit kann ich dann. Entschuldigung, es tut mir jetzt leid, ich habe noch etwas vergessen. Und zwar muss ich in dem Falle 3 machen. So, dritten. So, dann mache ich jetzt hier. Visier, genau. Klicke hier in die Mitte. So können wir die alle gleichzeitig verschieben und dadurch können wir jetzt hier. Wenn ich hier in die Mitte klicke, könnt ihr es einfach so machen. Können wir jetzt hier noch so eine Ausbuchtung erstellen. So, sieht zwar jetzt wirklich nicht schön aus, aber ist ja nur zum Zeigen. Dann machen wir jetzt weiter und zwar klicken wir hier unter Modifikatorenliste auf Drehverfahren hier. So, dann seht ihr jetzt, dass es alles ziemlich komisch aussieht. Das liegt daran, dass sich das verschoben hat. Jetzt klickt ihr hier auf Drehverfahren, auf dieses Plus, dann seid ihr auf Achse und dann könnt ihr hier das so verschieben, dass es genau auf der mittleren Achse liegt, auf dieser schwarzen. So, dann macht ihr hier noch Segmente 40, damit es feiner aussieht. So, hier noch normal verwenden, weil sonst sieht das am Ende, wenn ihr da ein Glas ausdehnen, so gesehen, drauf tut, also dass es wirklich gläsern aussieht, sonst sieht das komisch aus. So, ja, damit hättet ihr eigentlich schon ein Glas erstellt. Wenn euch hier noch was nicht gefällt, könnt ihr einfach wieder auf Linie klicken, hier die einzelnen Punkte anwählen und dann hier noch ein bisschen was verändern und immer wenn ihr hier drauf drückt, seht ihr dann, wie es aussieht. Das heißt, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel draufklickt und sagt, das sieht aber noch doof aus und ihr macht das jetzt, was weiß ich,
ihr macht das jetzt so und klickt hier drauf auf dieses Symbol und dann seht ihr, wie es dann im Endergebnis aussieht. So, nun möchte ich euch noch zeigen, wie ihr das in so eine Art kleinen Fotoraum reinpackt und das wirklich zu einem Glas umwandelt, weil wenn ihr euch das jetzt hier mal so anguckt, in dem Fenster, ist das ja noch kein Glas, sondern einfach nur ein roter Gegenstand. Dafür speichert ihr das jetzt hier erstmal unter einem Ort, an dem ihr es wiederfindet. In meinem Fall, ich nenne das jetzt einfach mal Glas Tutor. Hier, das bleibt so. Und packe das auf meinen Desktop. Klicke ich auf Speichern. Jetzt müsst ihr euch etwas runterladen. Den Link dazu habe ich in die Beschreibung gepackt. Ich lade das jetzt auch mal gerade runter, damit ihr seht. So, entschuldigt den kleinen Bildsprung. Ich habe euch da nämlich was Falsches erklärt. Wenn ihr das runtergeladen habt, dürft ihr da nicht doppelt klicken direkt, sondern ihr müsst euch das aus eurem Download-Ordner auf den Desktop ziehen, was ich jetzt getan habe. Und dann geht ihr hier auf Datei öffnen, geht jetzt hier auf den Desktop und wählt euch das, in meinem Fall heißt das Lichtraum. So, genau, dann klickt ihr hier auf OK. Dann seht ihr, dass sich hier noch ein Glas drin befindet. Und jetzt geht ihr hier wieder drauf, dann geht ihr auf Importieren, dann geht ihr auf Einfügen und wählt hier auf dem Desktop euer vorher gespeichertes, in meinem Fall Glas-Tutor. Dann fragt ihr euch, welche Linie ihr nehmen soll, dann wählt ihr Linie 1 an. Da diese aber schon vorhanden ist, geht ihr dann jetzt hier auf Automatisch umbenennen. So, und jetzt seht ihr, dass das Glas viel zu groß ist, also wählen wir uns das an, gehen hier auf gleichmäßig skalieren, gehen hier in dieses Dreieck rein, also nicht in irgendeines dieser äußeren Linien, weil dann wird es nämlich unproportional, sondern hier in dieses Dreieck und skalieren das mal ordentlich kleiner. So, und jetzt wählen wir uns hier das Werkzeug an, verschieben das Glas ungefähr dahin, wo das andere Glas steht. Das ist jetzt zur Orientierung da, das andere Glas. So, da ihr seht, ist es immer noch zu groß, wählt ihr euch nochmal das Skalieren-Werkzeug und passt es an, dass es ungefähr dann die Größe des anderen Glases hat. So, könnt ihr hier auch gucken auf dem anderen Kamera, auf der Kameraperspektive, wie es, dass es ungefähr passt. So, ich sage jetzt mal, das passt, dann ich zoome das mal hier ein wenig zurecht, wählen wir das Glas hier aus, entfernen das und jetzt, damit es auch, weil es sieht ja jetzt irgendwie immer noch nicht aus wie ein Glas und es ist jetzt ja immer noch rot, damit ihr das, damit das aussieht wie Glas, geht ihr auf Materialeditor und hier AD Glas, dann geht ihr jetzt hier auf Material der Auswahl zuweisen. So, nun lasst ihr das Fenster hier angewählt und geht hier mal auf Rendern. Dauert ein Weilchen. So. Und wie ihr hier seht, habt ihr jetzt ein Glas erstellt, das auch wirklich nach Glas aussieht, obwohl es bei mir, glaube ich, in dem Foto jetzt hier eher aussieht wie ein Glastisch. Aber aller Anfang ist schwer. Könnt ihr ja ein bisschen rumprobieren und so. Man kann da echt tolle Sachen draus machen. Vielleicht klatsche ich mal noch ein Beispiel hinten dran, obwohl das auch nicht so toll ist. Aber mal gucken, vielleicht mache ich das. Ich hoffe, das Tutorial hat euch geholfen und ihr könnt gut damit arbeiten. Wenn nicht, Kritik immer gut. Freue ich mich immer, was ich verbessern kann. Aber sowas wie, keine Ahnung, du bist scheiße, hilft mir nicht. Dann, wenn, was ist scheiße, was soll ich anders machen, wisst ihr. Daher würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Tutorial. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.